Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich bin zurück mit dem Hardware-Video von den R3. Die wollen wir jetzt mit unserem Handy verbinden. Jetzt müssen wir nur mal schnell gucken, wo hier Deutsch ist. Deutsch. Extra Brille aufgesetzt. So. Öffnen Sie den Deckel während das noch über genügend Leistung verfügt. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das weiße Licht blinkt. Beide Ohrhörer schalten sich ein und gehen in den Kopplungsmodus. Schalten Sie Bluetooth-Gerät an. Also im Prinzip kinderleicht. So, wir sollen Bluetooth anschalten. Und wir sollen dann hier den Kopfhörer aufmachen. So. Und dann hier drücken. So, bis jetzt hier weiß leuchtet und im Kopplungsmodus ist. Da sind sie auch schon. Jetzt koppeln wir sie. Koppeln. Und wir haben sie hier jetzt. Und die haben einen Akku von 90%. APTX. Adaptive ist auch unterstützt. Ist gleich als Label. So, wir Kontakte teilen. Zum Teilen von Kontakten erforderlich nicht Medien. Anrufe, ja, und Medien, richtig. Absolute Lautstärke, natürlich. Und wir können sie auch noch umbenennen, was wir jetzt nicht wollen. So, und so einfach sind die schon zu koppeln. Dann würde ich sagen, wir switchen jetzt mal um. So, und umgeswitcht. Na komm. Ach, mein Stativ. So. Wir haben die jetzt gekoppelt. Ganz easy. Ach, ich habe Zoom noch dran, aber. Oh, nee, ist kein Wunder. So. Und laut Anleitung müssen die gerade nach unten. Ja, das ist klar. Hier haben wir auch noch eine Anleitung. So, also laut dieser Anleitung, hier ist auch richtig gut abgebildet, also einmal, zweimal, dreimal und linke und rechte Kopfhörer. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem rechten Kopfhörer an. Einmal ist lauter, links einmal leiser, rechts zweimal ist entweder, wenn wir Musik hören, Pause oder Play. Also ist beides abgebildet. Anruf annehmen. Bei links ist es Anruf ablehnen. Also wird eins bitte Play und Pause sein und Anruf abnehmen und ablehnen und gleichzeitig vielleicht links und rechts, weil es ist das gleiche Symbol. Und beide haben einen Kopfhörer auch, dass man es einfach so drücken kann. Bei dreimal haben wir rechts Mikrofon. Also ich denke mal, da können wir dann Mikrofon anschalten und können dann halt Google Assistance auslösen. Links dreimal draufdrücken ist ein Controller-Symbol. 1,5 Sekunden gedrückt halten, rechts ist nächste Lied und Anruf beenden. Bei so einem Telefon mit durchgestrichen. Links ist natürlich vor und auch Anruf beenden. Zweimal drücken ist ein Telefon mit einer weißen Blase. Ich habe keine Ahnung. Also so viel nutze ich sowieso nicht an den Kopfhörern. Ich
muss ich sagen. Also ich mit diesem Doppel. Also wer sich das alles merken soll, und da ist schon die Anleitung zu Ende. Wer sich das alles merken soll, also das ist nichts für mich. Bin dafür zu alt. So, wir haben die jetzt gekoppelt. Ich mache die jetzt erstmal rein. So, das ist rechts. Das ist links. So. Die spürst du ja nicht. Die hängen wirklich gut drin. Das hat er irgendwas gemacht, weil ich gleichzeitig gedrückt habe. So, ich mache jetzt erstmal ein YouTube-Video an. Ich mache mal sicherheitshalber, um kein Content-ID zu bekommen. Hier, achso, Littlefoot ist ja noch drin. Meine Tochter hat gerade Littlefoot entdeckt, also in einem Land vor unserer Zeit. Da gibt es einen YouTube-Kanal, den werde ich euch auch mal unten drunter verlinken. Da sind ist nur in einem Land vor unserer Zeit einzelne Folgen und so. Ist alles legal, ist ein verifizierter Kanal, weil die Serie gibt es ja nicht mehr. Aber da kam dann noch eine ganze Weile neue und jetzt immer noch, glaube ich. Also richtig süß gemacht. Da steht meine Tochter gerade total drauf. So, was nehmen wir denn da am besten? Hardware-Check. Die Kopfhörer, die nächste Woche kommen. Nee, wir nehmen mal Hangout, oder? Nee, was ist das? Nee, ich habe gar keinen Ton. Ich bin disconnected. Gut. Gehen beide. Ich bin auch connected. Gut, dann werden wir jetzt einfach mal ein Lied erstmal zuerst versuchen. Musik. Meine Musik. Ah, shit, ich habe hier gar nichts drauf. Uah! Uff. Uff, also extrem laut heißt die auch extrem laut. Olla de Waldfee. Geht aber. So, ich. Oh Gott. Das habe ich mir erschreckt. Aber ich habe ja auch noch Spotify. Nemesis. Und abspielen. Also die sind wirklich laut. Also der Sound kommt auch gut rüber. Ist aber so immer so eine gefühlte Sache. Oh. Hallo.
Okay, es geht laut und leise. Machen wir die mal nicht ganz so laut. Achso, zweimal. Also er war jetzt zweimal, Mensch, wie Trottel. Und dreimal war Mikrofon. Eins, zwei, drei. Was will er nicht? Eins, zwei, drei. Ach doch, jetzt geht's. Mit meinen dicken Pfoten kriege ich es nur nicht besser hin. Und 2 Sekunden gedrückt hatten. Eins, zwei. Ah, okay. Jetzt will ich aber wissen, auch was mit diesem Controller-Symbol ist, wenn ich hier dreimal drücke. Eins, zwei, drei. Ah, Game Mode. Na komm, sing mal. Eins, zwei, drei. Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Also ich habe, weil er ja nicht direkt in den Game Mode umschaltet, weil er immer noch quatscht, Exit Game Mode, Game Mode. Ich habe für mich das Gefühl, aber es ist nur das Gefühl, aber auch nicht die ganze Zeit. Also irgendwie, mal habe ich das Gefühl, es ändert sich gar nichts dran, dass wenn ich den Game Mode anschalte, und mal habe ich aber das Gefühl, wenn ich den Game Mode anschalte, dass an manchen Stellen der Bass vielleicht ein bisschen besser kommt. Also ist sehr, sehr, also ich schwanke zu, mal höre ich Unterschied, mal höre ich keinen Unterschied. Also ich denke eher, es ist kein Unterschied jetzt bei der Musik zu hören. Das wird dann erst in Games passieren. Aber dass für mich das so vorkommt, als wenn ein kleiner Unterschied ist. Es ist ja immer so eine gefühlte Sache. Also ist jetzt so meins, was ich wahrnehme. So, also jetzt gucken wir nochmal wegen dem YouTube-Video. Und zwar, bitte. Also, da habe ich ja am Anfang keinen Ton gehabt, stimmt ja. Irgendwie macht der mal gleich Pause. Ich wollte nur immer anheben, dann macht er gleich Pause.
Ja, also sobald ich rausmache, macht er Pause. Sehr cool. Ja, der macht gleich Pause und wenn ich mir wieder reinstecke, geht's weiter. Sehr geil. Ja, damit zeige ich euch mal. Passt mal auf. Ich zeig euch das Video und ich fasse die wirklich hier unten an, weil die Berührungsfeld ist hier oben. Pause. Und geht weiter. Das ist geil. Das ist ja geil. Also das ist wirklich cool. So, dann stöppeln wir mal wieder rein. Also Musik kommt gut rüber. Sehr gut. Muss ich sagen. Die Videos, die Soundqualität ist gut. Die Tastenkombinationen sind einfach viel zu viele, wie immer. Das ist nicht meins. Diese Funktion, aber dass, wenn ich die rausnehme, das Video automatisch pausiert wird oder Musik, bei Musik war nämlich auch. Ich hab nur gedacht, ich bin rangekommen an die Verpackung oder an den Knopf oben. Aber nein, wenn ihr Musik hört, also ihr, sagen wir mal, ihr joggt und ihr trefft jemanden und ihr wollt euch mit dem unterhalten oder derjenigen oder, ja, ist ja egal. Ein Stöppel rausnehmen. Ihr braucht keinen Knopf drücken. Ein Stöppel rausnehmen, könnt ihr euch quatschen, ist sofort pausiert. Und wenn ihr dann wieder weiterlaufen wollt, Stöppel rein und Musik geht wieder los. Voll geil. Ja, Soundqualität, wie gesagt, finde ich sehr gut. Bass kommt rüber, Stimmen kommen gut rüber. In Videos kommen die Stimmen sehr gut rüber. Handbarkeit, ja gut, das Bedienfeld, das ist halt das komplette obere Wappen da oder was das ist, ist sehr gut. Kommst du mit den dicken Pfoten halt richtig hin. Aber dann sich die ganzen Tastenkombinationen dann merken und dann Doppelklick und 2 Sekunden drückhalten. Also ist bis dreimal klicken und dann kommt noch 1,5 Sekunden gedrückt halten und 2 Sekunden gedrückt halten. Also wer macht denn mit, wer zählt denn 1,5 Sekunden und 2 Sekunden? Also das ist, naja, aber so ist es. So sind sie echt cool. Also mir persönlich gefallen sie. Müsste man nur mal nachlesen, wie lange der Akku jetzt hier eigentlich hält. Und das müsste man auch mal testen. Das werde ich mal vielleicht in einem Hangout testen, dass ich die dann mal für einen Hangout nutze. Wenn sie voll geladen sind. Und dann mal gucken, wie lange sie durchhalten, wie viele Stunden. Weil Hangout machen wir ja mal gut und gerne 7 Stunden, das ist ja kein Problem. Da kommen wir hin. Wir kommen auch 8 und 9 Stunden Quatscherei, haben wir auch schon geschafft. Da werden wir mal gucken, wie viel Stunden. Das ist halt immer so die super Möglichkeit, Kopfhörer, wie lange der Akku hält. Einmal komplett aufladen und dann nimmst du die und guckst du, wann du die drin gemacht hast und dann, ja, wann sie denn den Geist aufgeben. So, nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns, werde ich werde euch unten in die Videobeschreibung natürlich verlinken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.